Herzlich willkommen mal wieder bei einer neuen Runde First Look. Und zwar heute gehen wir ein neues Spiel an, und zwar Deception 4, The Nightmare Princess. So, ich habe da jetzt schon leider einen Speicherstand gehabt, da ich bei der ersten Aufnahme ein paar Schwierigkeiten hatte. Und ich hoffe, dass diese jetzt dann weg sind. Brauche eigentlich kein Cross-Save, okay. Und zwar, in diesem Spiel geht es darum, es ist eine Art, wie soll ich sagen, eine Art Dungeon Keeper. Das heißt, hier geht es nicht darum, die Leute selbst umzubringen, sondern darum, dass Ritter in das Schloss reinkommen und man diese mit Fallen erlegt. Also selbst schlägt man eigentlich gar nicht zu, man baut quasi in Echtzeit Fallen auf und diese müssen dann die Ritter, die in das Schloss kommen, erlegen. Oh, was haben wir hier? Zwei namenlose Soldaten. Wie unerwartet. Oh. Wollte eigentlich das Ganze überspringen, ich wollte eigentlich nur den einzelnen Text überspringen. Okay. Im Endeffekt hört euch wahrscheinlich jedes Video an, um das Gameplay zu sehen und nicht die Story. Ja, nehmen wir es mal Aufmerksamkeit.
Glaube ich nicht. Dem ich weiß, worum es geht, wird der Name der Gerechtigkeit wohl eher im Bösen sein. Aber es ist nur eine Vermutung. Noch eine. Ja, mach mal die Grundtechnik natürlich, passt schon. Okay, dann ab durch das Tor. Okay, ich glaube, der braucht ein bisschen. Ab zur nächsten Halle. Oh, nice. Ein bisschen auffällig. Ah, okay. Ich würde die gerne dahin platzieren. Oh, shit. Alter, geht's dir gut? Oh, shit, habe mich selbst getroffen. War jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Was haben wir hier? Fünf. Oh. Okay. Vier, was ist vier? Gehen wir ein bisschen auf die Seite. Autsch. Oh. Ups. Okay, ich habe das noch nicht so hundertprozentig heraus. Mach noch ein neues. Oh. Das Ding soll nicht gleich zuschlagen. Ah. Komm. Und die zwei. Drei und vier und zum Schluss gibt es noch die Kugel ab. Eine Fünfer-Kombo. Ja, Fallen-Kombo, bla bla bla. Okay. So, dann gibt es die 1 in Kombination mit der 2. Ab zu 3. 4. Und eine 5. Okay, nur 4. Oh, ein Casanova weniger auf der Welt.
Noch jemand. Gut, 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 gut. Okay. Okay, dann noch die Bärenfalle. Jetzt da. Recht viel mehr kann ich halt nicht machen. Oh, okay. Das passt. Machen wir mal den rollenden Stein. Das die kommt bis dahin. Okay, nee. Fern. Ich will ja nicht die Kürbismaske. Aber ich muss einfügen. Machen wir. Okay. Und ein Stein bis dahin. Ja. Probieren wir mal, ob es das bringt. Will ich ja gerne, aber kann es nicht ändern. Schleuderstein beenden. Ja, aber wie? Fernen? Nee, ich muss Tommy machen. Aber ich verstehe nicht wie. Ich kann es nicht ändern. Ich muss das Kapitel nochmal neu starten. Das hat sich irgendwie nicht ganz einstellen lassen. Okay, mal.
Probieren wir das mal. Och nö. Och nö. Es ist aber ein ziemlicher Mist. Okay, aber jetzt weiß ich eh schon, wie es geht. Jetzt überspringen wir mal das Ganze. Das Tutorial brauche ich auch nicht mehr. Ich brauche keine Übung. Okay. So. Dann machen wir das einfach mal ganz klassisch. Ganz klassisch fertig. Jetzt muss warten, bis er kommt. Dann machen wir mal die Kürbis-Axt. Hier rüber. Machen wir hier noch einen Stein. So, sieht doch gut aus. Oh, ist noch nicht geladen. Oh. So, hier. Ich wollte auch die Axt einsetzen. Oh komm. Im Liegen kannst du natürlich auch nichts einsetzen. So, komm hier. Alter, wie genau muss denn das sein? So, komm her. Lief jetzt irgendwie nicht ganz nach Plan. Jetzt läuft noch mal vorne. Okay, das heißt, das muss ich gleich einsetzen. Aber sollte ja eigentlich kein Problem sein. So, Kirby. Oh, komm schon! So, komm her. Klatsch! Der erwischt ihn einfach nicht. Aber ist ja kein Problem, wir machen ihn so auch noch fertig. Probier's mal, ob ich den in die andere Richtung locken kann. Das wird das Ganze ein bisschen vereinfachen. Ah, shit. Das erwischt ihn auch nicht mehr. Naja, bekommt halt noch mal einen Stein auf die Fresse. Das war's. Jetzt? Wo ist Prinzessin Nummer 2? Ah, man braucht noch ein bisschen. Komm her. Macht da mal das Menü auf. Weg und weg und weg. Na, gehen wir auf Position. Braucht eine halbe Ewigkeit. So. Was zum. So. Wieder das Gleiche?
Okay. Dann machen wir es aber diesmal so. Und hier die schwingende Axt. Die wieder zurückwirft. Die Idee wäre mal da. So, müsste aber in diese Richtung laufen. Zack, Stein, der erledigt ist, die Axt. Dann würde das Ganze eigentlich wieder von vorne. Oh! Da gar nichts ausgehalten. Oh, okay. Überspringen das jetzt mal. Mal schauen, ob wir noch einen Typen fertig machen können. Ich hoffe mal. Next one. Ja, schon gut, schon gut. Na komm, na komm. Oh shit. Okay. Zwei die Kürbismaske. Okay, dann möchte ich aber gerne was anderes einsetzen. Ah, shit. Kürbismaske. Oh, verstehe schon, verstehe schon. Soll die Kürbismaske damit treffen? Dann herkommen. Fällt sicher zweimal auf die gleiche. Ja, tut sie. Mit schönem Ausblick. Okay, der läuft weg. Okay, ja. Habe ich gemacht. Bärenfalle, rollender Stein. Oh, cool. Vielleicht die andere damit getroffen und die ist weg. Echtes, du hast nichts daraus gelernt. Na gut. Selbes nochmal. Das soll es gewesen sein. Oh, das Mädchen hat mich besiegt. Oh. Welch entzückende Schreie. Okay. Oh.
Ah, die kann ich nur eine Wand einsetzen. Okay. Das kriegen wir schon hin. So, Boden. Das soll hier hinschleudern, damit Todespflanzen von hier kommen. Und oh, schade. Die Eisenhacke hier hin. Passt um und da. Komm. Oh, komm. Wegschleudern. Aufspießen. Und der Haken. Wegschleudern. Oh, verdammt. Wegschleudern, aufspießen, der Haken. Das war's. Okay, können wir hier genauso machen. Einmal Kürbismaske. Ich schätze mal, die wird nach vorne laufen. Dann setzen wir ein. Schleudern hier. Hierhin. Und mit dem. Oh. Den Röntgenstein hier hin. Das sollte doch funktionieren. Und der Wurf. Ja. Funktioniert doch perfekt. Nee. Schon gut so. Oh, ich wollte sie noch mal aufspießen. Hat doch funktioniert. Perfekt, würde ich sagen. Und ich würde mal sagen, eigentlich haben wir jetzt genug gesehen. Ich habe jetzt mal alle Kombos versucht, die mir so eingefallen sind. Und ich würde mal sagen, das ist ein guter Einblick auf das Spiel. Und somit würde ich sagen, ich beende jetzt das Video. Und wir hören uns im nächsten Video.